dass wir hier ein schnellstmögliches Nachwuchsleistungszentrum werden. Ich denke, das fehlt in Zwickau. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Es kann natürlich von heute auf morgen nicht alles klappen oder gelingen, die Dinge, die wir anschieben. Wir sind guter Dinge, dass das in absehbarer Zeit der Fall sein wird. Ja, was heißt wie? Indem wir qualitativ gut ausbilden, den Jungs im Training bestmögliche Angebote schaffen, methodische Arbeitsweise etc., um noch einiges zu nennen. Und dass sie Talent haben, ist klar, sonst wären sie ja nicht bei uns hier in der U19 oder in der B-Jugend oder wo auch immer. Und wir müssen halt sehen, dass wir den FSV so attraktiv wieder machen im Nachwuchs, dass die Jungs, die hier im näheren Umkreis wieder Bock auf uns haben, zu uns kommen und nicht nach Aue wechseln oder nach Chemnitz. Und wie gesagt, es wird ein langer Weg, aber wir schaffen es. Es gibt weitaus schlechtere, die ich gesehen habe. Also ich war deutschlandweit unterwegs, viele Hospitationen gemacht. Schalke 04, Gladbach, Dortmund, Köln, Leverkusen. Ja, direkt vor der Haustür, also dann kennt man sich und da kennt man sich aus. Deswegen war ich viel im Süddeutschland bzw. Mitteldeutschland. RB Leipzig, das habe ich mir angeschaut. In Hoffenheim war ich, Kräuter Fürth, Nürnberg. Da muss ich sagen, sind die Bedingungen sehr, sehr gut. Also was Trainingsbedingungen, Plätze angeht. Wir müssen Schritt für Schritt denken, nicht in groß, sondern wir müssen halt jeden Tag uns erinnern, wo wir herkommen und was unsere Ziele sind. Und damit haben wir genug zu tun. Ich denke, das sind drei Komponenten, die eigentlich zusammengehören. Klar, die fußballerische Qualität. Wir wollen natürlich aber auch vernünftige Menschen aus denen machen, weil nicht jeder wird in den Genuss kommen. Aber ich denke, so intelligent sind die Jungs, um zu wissen, dass vielleicht einer oder zwei diesen Weg gehen werden, aber der Rest dann halt schauen muss, da sich beruflich weiterzuentwickeln. Und dazu gehört auch Mentalität, Einstellung. Man muss ja als Profi, gerade als Jungprofi, auf eine Menge verzichten und das dann unter einen Hut zu bringen. Ich war selber mal jung und weiß, wie schwierig das ist, wenn du dann halt vorm Spiel irgendwo im Hotel sitzt und deine Kollegen rufen die an und feiern irgendwo eine Party. Aber ja, letztendlich zahlt es sich aus, wenn man diesen eisernen Willen hat und wird der letztendlich auch belohnt, indem man dann halt ja, einen Vertrag als Profi unterschreibt und dann ja, den einen oder anderen Euro mehr verdient. Es waren sehr, sehr viele Anfragen, nachdem bekannt wurde, dass ich Trainer der U19 wäre. Also wir hätten jeden Tag eigentlich spielen können und gar nicht trainieren. Und das mussten wir halt mit Herrn Pekarski koordinieren, dass es halt nicht zu viel wird. Und ich denke, wir haben jetzt ein gutes Maß gefunden zwischen den Sachen, wo wir trainieren können, beziehungsweise dann die Freundschaftsspiele bestreiten und gestalten. Und wir sind nächste Woche in Dresden bei der U19-Bundesligamannschaft. Da kann man sich schon mal ein erstes Bild verschaffen über den gesamten Kader. Zweiter Wunsch, dass die Jungs und natürlich auch mein Trainerteam alle gesund bleiben, dass da nichts passiert und dass wir wirklich eine tolle Saison vor uns haben. Ja, und dann eben Step by Step Richtung ersten Spiel in Babelsberg und ja, ab dann geht's.